Freunde, ich bin naiv gewesen. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist, aber hört mir zu. Folgendes ist passiert. Ich dachte, wenn wir den Minecraft-Server umziehen auf den neuen, also auf den neuen Server, dann und ich schreibe die IP, die neue IP in die in Discord, in den entsprechenden Community-Channel und lasse das auch noch von dem Moderator meines Vertrauens anpinnen, dann sieht das jeder. Aber scheinbar hat es nicht jeder gesehen. Es kommen immer mehr Fragen rein, wie denn jetzt die neue IP ist. Also von den, die IP findet ihr in der Videobeschreibung, in den Kommentaren, im i und überall da, wo ich sie sonst noch finde. Freunde, die IP, die Server-IP findet ihr jetzt überall. Und die Whitelist ist nach wie vor vorhanden, also also ihr kommt auch sofort drauf und alle Inventars auch wieder da, alles gut, alles schön und wir haben auch ein neues Mitglied, der Judia, der hat sich nämlich entschieden, mit uns mitzuspielen. Willkommen auf dem Community-Server Judia. Ich werde sogleich deinen Account in die Whitelist hinzufügen. Bis dahin, macht's gut, euer Barretts. Danke, dass ihr dieses ganz kurze Video euch reingezogen habt. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Tschüss.